Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind in der nächsten Aufnahmerunde und wir spielen wieder Bioshock. Haben zuletzt hier im Dental, also im Zahnarztpraxis sozusagen, aufgehört. Haben da hinten jetzt noch eine kleine Maschine, die wir mal hacken müssen. Sonst kommen wir hier wahrscheinlich nicht weiter. Und dann schauen wir einfach mal, wie wir am besten da hinkommen. Ja. So, gucken wir mal. Hier gibt es irgendwie nichts. Hier gibt es ein paar Bandagen. Das ist sehr gut. Die sind wir gerade angeschlagen. Schrank ist leider leer. Okay, die Tür geht auf. Britzel. Britzel. Okay, professorische Ballmaschine. Ah ja, okay. So, gucken wir mal. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 23, Dr. Su Shong. Kunde, Fontaine Futuristics. Guter Fortschritt mit dem Telekinese-Plasmid. Hochheben von Objekten aus der Entfernung, kein Problem. Objekte durch den Raum bewegen, kein Problem. Aufhalten eines Projektils ist nicht möglich. Es ist aber möglich, ein sich schnell bewegendes Objekt zu fangen und zu werfen. Das Problem ist nicht das Plasmid. Das Problem ist die Reaktionszeit. Su Shong kommt gerade die Idee für ein neues Plasmid. Aha, und da ist es auch schon. Telekinese. Heben Sie große Objekte allein mit der Kraft Ihrer Gedanken hoch und werfen Sie auf Ihre Gegner. Was muss man sonst noch wissen? So, wir haben leider keinen Slot mehr. Wir denke ich mal, legen Abfackeln raus. Das brauchen wir erstmal nicht. Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. Ja. Werfen Sie sie auf und fangen Sie sie auf und werfen sie zurück. Oh, da ist doch gleich mal ein Beispiel. Der ist tot. So, da müssen wir natürlich mal schauen. Ich meine, wir haben das Plasmid wahrscheinlich nicht umsonst gekriegt. Das wird schon einen Grund haben. Hier ist alles zu. Schnell hacken. Da wird man ja einfach von hinten von so einer Maschine angegriffen. Ey, es ist unglaublich. So, hier unten kommt's raus. Muss man sich mal überlegen. Nee, 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 nee. Fertig. Dankeschön. Tja, gibt's hier noch was? Ja, Bandagen, sehr gut. Oh, da hinten gibt's noch eine Verstärkung. Sag mal, du lagst doch eben noch nicht da, oder? Hab ich was verpasst? Wo sind wir denn hier gelandet? Entschuldigung. Tja, ich würde sagen, du bist mal tot. Ah, okay, jetzt sind wir hier angekommen. So, was gibt's denn hier? Einen Autohacker, sehr gut. Da gibt's noch ein bisschen Zeug. Da unten liegt auch noch was. Was liegt da? Munition? Panzerbrechende Munition, sehr gut. Okay, ja, so langsam
Finden wir uns hier zurecht. Alter Schwede, was ist denn hier los? Hallo? Was geht mit dir ab? Wo kommst du denn her? Hallo? Was war das denn? Alter Schwede, ich hab mich gewundert. Plasmide in allen Farben. Tannenbaum. Manchmal tut mir diese arme Irre leid. So wenig Vorstellungskraft. Sie ist zufrieden mit ihren Tanks voller Adam. Sie verbessert, justiert und optimiert nur. Ich muss Dinge erschaffen. Adam ist die Leinwand der genetischen Modifikation. Plasmide sind die Farbe. Mhm. Okay. Tempo-Hacker. Tempo-Hacker ist das beliebteste Produkt der Hexmart-Produktreihe, da es ihnen genug Zeit verschafft, um sich eines elektrischen Geräts... Aha. Cool. Sehr gut. So. So, mal gucken, ob es hier hinten noch was gibt. Registerkasse Gold. Ionischer Schrot. Sehr schön. Es sind ja Bereiche, hier war ich ja noch gar nicht. Schlüssel benutzen. Ah, okay. Da muss ich noch hin. Da finden wir dann den lieben Doktor. Aber ich habe so langsam keine Spritzen mehr. Das stört mich so ein bisschen. Hier ist eine Vita-Chamber. Ein Blitz oder irgendwas. Hang! Das geht ja wie eine Eins. Boom! Boom! Na komm her. Wie lautet die größte Lüge der Welt? Was ist das Brutalste und Obszönste, das der Menschheit je angetan wurde? Weiß ich nicht. Die Sklaverei? Der Holocaust? Die Diktatur? Ich weiß es Nein. nicht. Das Instrument, mit dem all diese Bosheit erschaffen wurde. Der Altruismus. Der was? Dank der Möglichkeiten genetischer Veränderung ist Schönheit nicht länger ein Geschenk oder ein Wunschtraum. Oh, wie haben wir denn da? Ein Big Daddy mit einer kleinen Schwester. Okay, ja, ich kann mich erinnern. Gibt es ein Gesetz, das uns dazu zwingt? Ich bin noch nicht fertig. Ich bin nicht fertig. Deinen Weg in die Chirurgie finden. Damit zu Steinman. Nur Mut. Gott mag keine Brücke, Berger. Na schön. Oh, du siehst ein bisschen interessanter und komplizierter aus. Okay. Müssen wir wahrscheinlich hier ein bisschen rumgehen. Zack. Ja, hier. Zack. Zack. Und... Zack, fertig. Sehr gut. So, E-Spritzen. Auf jeden Fall. Munition brauchen wir erstmal keine. Komm vor. Hat's gemacht, mein Lieber. Oh, Mädel, du siehst auch nicht mehr gut aus. Oh, du siehst gar nicht mehr gut aus. Heute habe ich mit der Göttin zu Mittag gegessen. Steinman, sagte sie. Ich bin hier, um dich von der Tyrannei des Gewöhnlichen zu befreien. Ich bin hier, um dir eine neue Art von Schönheit zu zeigen. Ich fragte sie, was meinst du damit, Göttin? Symmetrie, mein lieber Steinman. Es wird Zeit, dass wir etwas gegen die Symmetrie unternehmen. Mhm, gegen die Symmetrie. Na, so ganz normal bist du aber auch nicht mehr, mein Lieber, ja? Die Symmetrie. Ah ja, so sind halt die Chirurgen. Alles muss perfekt sein. Vielen Dank.
kämpfst jetzt mal hart für mich. Da hinten ist ja noch so ein Ding. Schnelle Deckung. Dann mal aufgeschieden. Ja, du bist auch noch gehackt. Zack. Kein Problem. So, jetzt finden wir natürlich wieder nicht das, was wir brauchen, doch hier. Hoch und rechts rüber und rüber. Und na? Da. Sehr gut. Und hoch. Und hoch und. Na, da ist es. Alles klar, haben wir. Fertig. Und da kämpft das Geschütz für uns. Und wo ist jetzt der coolste Kerl hin? Oh. Nein, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Okay. So. Wir brauchen wieder unseren Strom. 3, 2, 1. Verdecken. Kann ich dich auch hacken? Jawohl! Sehr gut. Alles wird gehackt. Alles wird gehackt. Dahin. 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 Gehen wir einfach. Dahin. Fertig! So! Sicherheitskamera. Alles mitnehmen. Sehr schön. So, den Safe hacken wir auch noch. Maschine hat einen Kurzschluss. Aua. Nicht gut. So. 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 Jetzt müssen wir uns beeilen. So und. So, jawoll. Die Maschine hat einen Kurzschluss. Jawoll, sehr gut. So, dann würde ich sagen, machen wir erstmal wieder einen kleinen Break. Haben uns hier ein bisschen ausgestattet, ein bisschen ausgerüstet und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, tschüss. Somewhere beyond the sea. Somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing.